Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich sehe gerade, ich drehe das zum falschen Zeitpunkt, mache jetzt aber trotzdem, was passt mir gerade Termin nicht gut rein. Ich habe eben veröffentlicht den ersten Teil von der Frage nach der Herkunft und um den Zweck der Giersteine. Ich hätte natürlich jetzt noch ein paar Kommentare abwarten können, dann hätte man da gleich noch ein paar mit aufnehmen können. Momentan ist der Top-Kommentar und der ist einzige von drei, Obelix war's. Was selbstverständlich sehr naheliegend ist. Oder ich glaube, es waren vier Kommentare bisher. Das nächste ist, und das ist schon mal ein hervorragender Ansatz, sehr, 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 sehr klug, dass jemand es versucht, mit dem Namen Gierstein in irgendeiner Form in Verbindung zu bringen, was das über die Dinger aussagt. Und dazu will ich mich auch noch mal ein bisschen äußern und auch einfach generell alles durchkauen, was zu diesen Steinen mal bekannt ist. Weil sonst googelt ihr es euch selber und dann habe ich es nicht erklärt, sondern ihr habt es gegoogelt und dann fühle ich mich schlecht. Deswegen müssen wir das jetzt alles durchkauen. Ne? Also, es gibt zu den Giersteinen ein Papierchen, das frei im Internet verfügbar ist. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass man da urheberrechtstechnisch ein bisschen entspannt sein darf. Das ist vom Gotthard Wunsch. Der hat sich, ich glaube 2002, 2003 ist der aktuelle Stand, die Mühe gemacht, die bisherige Forschung und die bisherigen Spekulationen zum Thema Giersteine zusammenzufassen. Der Herr Gotthard Wunsch hat auch, glaube ich, was mit dem Murgtal-Museum zu tun, das ungefähr 500 Meter vor den Steinen liegt. Die haben leider relativ bescheidene Öffnungszeiten, ist aber ansonsten ein sehr, angeblich sehr schmuckes Museum. Ich war auch noch nicht drin, muss ich noch dringend nachholen. Ja, das heißt, der ist also Hobbyhistoriker mindestens und hat hier eben die ganzen Belege und bisherigen Vermutungen, was das sein könnte, gesammelt. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und deswegen können wir da eben entsprechend ein bisschen drauf zurückgreifen. Ne? Also nochmal kurz zu dem Dorf, an dem die Steine liegen, dass wir das wirklich korrekt einordnen. Das liegt auf einem langgezogenen Bergrücken in südöstlicher Richtung gegen das Murgtal. Also der Stein selber ist seit 1936 beziehungsweise die Steine Naturschutzgesetz gesetzlich geschützt, nämlich als Naturdenkmal. Das wurde dann seit 1940 ins Naturdenkmalbuch eingetragen. Das ist auch gar nicht so wichtig. Interessant ist allerdings trotzdem das Datum, an dem das alles passiert ist, soll heißen, als die Nazis gerade groß und mächtig und sonst was waren, waren sie dann fleißig damit beschäftigt, sich eben unter anderem auch mit diesen Giersteinen zu beschäftigen. Und dazu kommen wir dann noch. Die Sache mit dem Bergrücken ist schon mal wichtig. Für die geologische Geschichte, dazu kommen wir dann gleich im zweiten Teil dieses Videos. Das ist aber, drehe ich am Stück, ne? Das ist jetzt kein Zweiteiler, sondern für mich, ne, dass ich jetzt erst hier hocke und was erzähle und dann noch ein bisschen Zeug an meiner Flipchart erkläre. Ne? Aber zu der geologischen Geschichte ist es halt wichtig, dass wir uns hier auf einem Bergrücken, der eben so ein bisschen quer zum Tal steht, befinden. Ne? So, dann, wir haben zwei bekannte, zwei bekannte Sagen, die immer mal wieder in Verbindung mit den Giersteinen erwähnt werden. Die eine sieht ungefähr so aus, ich möchte das jetzt nicht genau ablesen, das wäre dann vom Urheberrecht her schon wieder ein bisschen schwierig. Also die eine sieht ungefähr so aus, dass das eben ein Kultplatz der Heiden gewesen ist, wo nicht genauer klassifiziert wird, welche Heiden denn das gewesen sein mögen. Und es wird wohl irgendwie so im beginnenden Mittelalter gewesen sein, also zumindest laut dieser Sage, dass die Christen das Murgtal hochgekommen sind. Also nochmal zur geografischen Einordnung. Das Murgtal zieht sich vom zentralen Schwarzwald erstmal südlich, also nach Norden fließt die Murg mehr oder weniger in den Hochlagen des Schwarzwalds so langsam, ganz langsam Richtung Westen runter und macht dann irgendwann einen größeren Knick, um dann halt eben entsprechend auch aus dem ja Nord-Süd verlaufenden Schwarzwald auszutreten. Wir befinden uns an der Stelle, wo wir da gerade sind, bei einem ungefähr nord-südlichen Verlauf der Murg, so ungefähr, zumindest grob. Und das bedeutet, die sind also von Norden gekommen, die Christen, die hier das Murgtal hochgezogen sind. So, und nach der Legende sollen das wohl die Erstbesiedler der Christen gewesen sein, die da ins Murgtal reinmarschiert sind. Und weil sie da neues Land erkundet haben, haben sie halt eben entsprechend gleich eine Prozession draus gemacht und ein Kreuz vor sich hergetragen. Und
Alles Weitere darf ich jetzt wieder nicht sagen, sonst kriege ich wieder Ärger mit den Hardcore-Christen unter uns. Ich vermute ja, heilige Blitze nach links und rechts überall verschossen, aber das gibt dann wieder Ärger. Jedenfalls soll diese Tatsache, dass die da mit aller göttlichen Macht ins Murktal geschritten sind, dazu geführt haben, dass die bösen Heiden, die an den Giersteinen oben gestanden sind und gerade ihre heidnischen Rituale durchgeführt haben, was immer das genau gewesen sein soll, Angst gekriegt haben, beziehungsweise eine Frau unten im Tal hatte die Christen kommen sehen und ist dann mit furchtbarer Hast und unter furchtbarem Gekeuche, die Christen kommen den Berg hochgerannt zu den Giersteinen, um halt eben die anderen Heiden zu warnen, dass die mächtigen Christen da anrücken und alle fliehen müssen. Und das haben sie dann wohl auch getan. Dann sind sie alle entsprechend geflohen, die Heiden, und danach war das Murktal christianisiert mit der großen Flucht der Heiden bei den Giersteinen. Ja? Also das ist die von mir etwas ausgeschmückte Variante der Legende Nummer 1. Variante 2 der Legende, gleiches System, die Christen kommen ins Murktal hoch, wieder mit heiligen Blitzen links und rechts und mordsheiliger Energie. Und auf den Giersteinen steht in dem Moment gerade der Teufel. Und was er da macht, keine Ahnung, der steht da halt und hat auch diverse komische Hufabdrücke eben entsprechend in den Steinen hinterlassen. Deshalb sind da diese Markierungen in den Steinen drin, weil der Teufel da drauf rumgestampft hat. Angeblich soll er wohl auch nochmal vor Wut, das macht er hier im Murktal häufiger, gibt es viele Stellen, wo er angeblich vor Wut aufgestampft hat mit seinem Pferdefuß, soll er da wohl auch die Markierungen eben reingestampft haben, weil er so wütend war, dass da die Christen kommen. Jedenfalls musste der Teufel dann entsprechend fliehen, und als Beleg dafür zieht man heran, also das ist eine Sage, das ist natürlich, ne, aber als Versuch des Beleges zieht man heran, dass der Forstmeister K.F. Jägerschmidt um 1800 bei der Beschreibung des Murktals als ausgezeichneter Kenner des Murktals von, Zitat, wundersamen Felsen vor dem Höllenwäldele geschrieben hat. Also deswegen die Sache mit dem Teufel, die Connection zum Teufel eben aufgrund der Tatsache, dass es sich in der Nähe eben um das Höllenwäldele handelt. Da muss man dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt 1800 war wahrscheinlich der Name Giersteine noch überhaupt nicht bekannt. Jedenfalls ist das so ein Indiz davon, dass er die wundersamen Steine beim Höllenwäldle schreibt und nicht einfach die Giersteine. Das komplette Gewann Giersteine, also das Stück Land, das die Giersteine umgibt, hat diesen Begriff wahrscheinlich erst kurz nach 1800 bekommen. Und damit wären wir nämlich dann beim nächsten Thema, was ich hier auch wieder eben primär aus dem Material, das der Herr Wunsch eben entsprechend gesammelt hat, entnehmen kann. Nämlich war um 1936 zum ersten Mal das Bermersbacher Dorfbuch rausgegeben worden. Und da hat ein Herr Langenbach wohl um 1800 festgestellt, dass das Dinge noch gar keinen Namen gehabt haben. Ja? Der Gewannname, den ich gerade schon erwähnt wurde, der taucht zum ersten Mal in einem Betbuch, das ist ein Steuerverzeichnis, ja, also hat nichts mit Beten zu tun, um 1753 auf. Die Frage ist halt, inwiefern das damals überhaupt publik gewesen ist. Und außerdem geht es ja um das Gewann, ja, zunächst mal. Ne? Also da weiß man zumindest, dass der Name urkundlich erwähnt ist. Und die allerfrüheste Bezeichnung dieser Steine, wo die überhaupt irgendeinen Namen bekommen haben, ist auf einer alten Karte zu finden, 1720. Und da heißt es Irrstein, ne? Also mit zwei R. Was immer das für mögliche Spekulationen jetzt auslösen mag. Es ist ohnehin ja immer oft so, bei solchen Steinen, dass die in irgendeiner Form eine Grenzmarkierung oder sonst wie irgendwelche Markierungsfunktionen gehabt haben, weil, wenn wir uns vorstellen, dass da in der Landschaft nirgendwo irgendwelche markanten Ortpunkte sind, mit denen man sich großartig orientieren kann und es ja auch dauernd zu Grenzstreitigkeiten gekommen ist, wem gehört jetzt wie viel vom anderen Acker oder halt der ganze Acker und so weiter, deswegen war es immer beliebt, irgendwelche super markanten Geländemerkmale zu haben. Es gibt auch den Begriff auf den Grenzstein gestoßen werden, wo eben auch die Leute im Wald ihren Nachwuchs, die Älteren, auf den Grenzstein gekloppt haben, so buff, mit dem Kopf, bah,
Alarm, damit du dir gefälligst merkst, wo der Grenzstein steht. Deswegen auf den Grenzstein gestoßen, beziehungsweise auf den Stein gestoßen werden, damit man sie halt auch ja bis in alle Ewigkeit weiß, hier verläuft die Grenze unseres Grundstücks, was eben nicht so einfach ist. Wer schon mal versucht hat, im Wald irgendwelche Grenzsteine zu finden, das mache ich häufiger, das ist scheiße schwierig. Ja, also man muss wirklich genau wissen, wo die Dinger stehen, und selbst wenn man sie gefunden hat, ist es schwierig, anhand der Grenzsteine die genauen Abmessungen eines bestimmten Waldgebietes, dem es jetzt irgendwie gehören sollte, nach historischen Vorgaben, wirklich genau zu kennen. Ja, Karten sind da auch bedingt nützlich, weil die Orientierung mitten im Wald bestand, komplett ohne irgendwelche Hilfsmittel, schwierig wird, ne? Heutzutage GPS und so ein Kram, klar. Aber bis dahin war das so ein Thema. Und deswegen Irrsteine gegen das Verirren wäre so die definitiv eine interessante Vermutung, wieso die so heißen könnten. Es gibt noch weitere entsprechende alte Bücher zur Region, die von 1581 bis 1631 die komplette Region beschrieben haben. Das gleiche gibt es nochmal 1698. Und überall da steht von Giersteinen oder Giergewannen oder Gierwiese oder irgendwas mit Gier kein Piep drin. Also die Bezeichnung wird wahrscheinlich wirklich 1750 hatten wir gesagt, war das? Nee, ja, 1753. Wahrscheinlich wirklich erst ein paar Jährchen vorher da eben entsprechend aufgekommen sein. Inwiefern die halt gebräuchlich war, ist die Frage, weil dieser 1800-Mensch ja eben auch scheinbar nicht wusste, dass die so heißen. Vielleicht war auch nur das Gewand so genannt und die Steine selber nicht. Gut, machen wir mal kurz mal ein Schnittchen. Lustig ist das übrigens nach 1800... bis 1912 keinerlei Schriftstücke, die irgendwie auf den Namen Giersteine hinweisen, noch vorhanden sind. Also vielleicht hat man sie nicht gefunden, vielleicht sind sie irgendwie abhanden gekommen, das ist ja bei alten Texten durchaus möglich, aber irgendwie ist der Name da wieder in Vergessenheit geraten. So, 1913 ist zum ersten Mal ein Wissenschaftler an den Steinen anwesend, der Dr. Heinrich Schmidhenner, der von der Badischen Landeskunde irgendwie gekommen ist, und der berichtet jetzt über die Giersteine, also die erste Untersuchung zu den Dingern überhaupt, 1913. Die auffälligen, eigenartigen Vertiefungen an den als Opferkessel gedeuteten Felsen schildert er besonders genau und sagt als Hinweis die vom großen Stein und dessen großen Oberflächenvertiefungen ausgehenden Rillen, die man als Blutrillen der Opfersteine anspreche, seien Abflüsse des Kesselwassers. Man erkenne das genau an der Bemoosung des Steins. Im Übrigen bespricht er vor allem die beiden großen kugeligen Steine. Es ist dann die Rede von Strudeltöpfen, von Verwitterungsformen, Einflüssen von Wind, Wasser, Eis, Hitze, die solche Felsen verformen. Der Professor für Geographie an der Uni Marburg hat als erster Fachmann über die Giersteine umfangreichend berichtet. Also das war eben dieser 1913, dieser Heinrich Schmidhenner. Ja, also er vermutet ganz schwer, dass das alles komplett geologische Formen sind und es da in keinster Weise irgendwelche kultischen Objekte sind. Ne? Also alles natürlich erklärbar. Boah, ne? will ich gar nicht behaupten, dass der zwingend recht hat, ja? Er ist bisher der Einzige, der wirklich das so richtig publiziert hat und der eine kultische Geschichte komplett ausschließt. Das tun andere. Andere tun es auch so ein wenig, aber nicht so massiv. Also zumindest nicht nach dem, was ich jetzt an Quellen gefunden habe. Wie eben dieser Geograf hier, der Herr Schmidhenner. So. Dann, später, kam aus Triberg im Schwarzwald ein Hobbyforscher, eigentlich Uhrenfabrikant, namens Wilhelm Gerland. Der war davon überzeugt, woher, warum, naja, jedenfalls war er davon überzeugt, dass die Römer hier Blutopfer dargebracht haben. Und später hat er sich berichtigt, nee, waren nicht die Römer, waren die Druiden bzw. die Priester der Kelten. Aber Blutopfer müssen es wohl gewesen sein. Den Namen Gier hat er darauf zurückgeführt, von Ger, germanischer Wurfspeer. Ne?
Und später hat er sich dann nochmal entsprechend berichtete Gerland von einem Ting-Stadt des 4. und 5. Jahrhunderts. Also ein Ting ist ja im Germanischen und vermutlich auch irgendwie bei den Kelten, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ne? Ich bin ja auch kein Historiker, aber auf jeden Fall sind Tingsstätten immer Versammlungsorte, wo die Leute zusammengekommen sind, um irgendwelche kultischen Dinge zu unternehmen, vermutlich. Ja? Man weiß ja nicht eben viel aus diesen Zeiten, was also jetzt genau bei so einem Ting stattgefunden hat. Ist bei allen nördlichen Völkern wohl relativ verbreitet, dass man auch in Skandinavien haben Tings stattgefunden. Also bei allen Völkern, die dann weiter nach Norden gehen, ist das wohl relativ üblich gewesen. Das hat auch übrigens der Herr Tolkien übernommen für seine Ents im Herrn der Ringe. Da findet ein Ent-Ting statt. Also eine Endversammlung, um über wichtige Dinge entsprechend zu beraten und zu beschließen. Zumindest im Norden ist es ziemlich sicher, dass bei diesen Tings zum Teil auch ein König gewählt worden ist. Ob das jetzt genau Ting hieß oder nicht, weiß ich nicht, aber so die ersten Könige Schottlands, mehr oder weniger, mussten auch von so einem Ting bestätigt werden. Da gab es ursprünglich auch noch keine Erbfolge, also dass man nicht automatisch geerbter König gewesen ist, sondern das wurde demokratisch im Ting beschlossen, wer denn jetzt der nächste Herrscher sein darf. Aber da gibt es viele interessante Dinge in der Geschichte, die mit diesen Tings zusammenhängen. Und da das gerade wahrscheinlich in war, hat er eben gemeint, dass wir könnte hier auch eine Tingstadt des 4. und 5. Jahrhunderts gewesen sein. Ja, dann soll da angeblich mal ein Grenzstein mit einer altgermanischen Rune des Gottes Ziu gestanden haben. Findet man heute nicht mehr. Beziehungsweise, es gibt den Grenzstein noch, aber ob da jetzt eine Rune drauf ist oder nicht, der stammt von 1840. Also entweder gab es 1840 dann noch einen Germanenkult vor Ort oder irgendwas ist da nicht ganz koscher. Naja, vermutet man heute, dass diese ganzen Versuchungen von diesem Uhrenfabrikant, wahrscheinlich Kuckucksuhren im Übrigen, bestenfalls als, naja, wenn man jetzt noch ganz viel anderes in diese Richtung finden würde, dann vielleicht nur als Indiz durchgehen würden. So, und dann kommen die Nazis. Ne? Die haben nämlich entsprechend Folgendes angestellt. Ich zitiere hier aus dem Schriftstück vom Herrn Wunsch. Im Dritten Reich sammelten sich Akten an mit Ansichten über die Opfersteine. Im Interesse des deutschen Volkes sei ausführlicher Bericht über die Steine und ihre Bedeutung für die Vergangenheit zu fertigen. Also das ist das Zitat aus der Literatur. Für die Nazis waren die Steine ein germanischer Kultort. Das heißt, 33 bis 39 wurde immer wieder angeregt, Grabungen anzustellen. 1945 hat man das dann auch gemacht, nämlich Schützenstellungen hat man gebuddelt. Da haben sie auch ein bisschen drauf achten sollen, ob sie was Interessantes bei ausgraben. Und was haben sie gefunden? Nix. Später hat dann ein Mensch bei Rumbuddeln Richtung Vorbach kleine Steinmesserchen aus der Zeit um 8000 vor Christus gefunden, wollte damit dann nachgewiesen haben, dass das Murgtal um diese Zeit schon besiedelt war. Da gehen aber alle anderen Quellen irgendwie in die andere gegenteilige Richtung, gehen davon aus, dass das Murgtal da keineswegs besiedelt gewesen ist. Kann tatsächlich ein Zufallsfund gewesen sein von irgendwelchen Steinzeitlern, die da halt eben durchgekommen sind. Die sind ja auch viel durch die Landschaft gezogen und dass sie da dann irgendeiner Form Steinmesserchen verloren haben. Dass es vielleicht eine winzig kleine Siedlung mal im Murgtal gegeben haben könnte, die sofort wieder aufgelassen worden ist. Irgendwie sowas. Aber eine flächige Besiedlung des Murgtals wird eigentlich von den allermeisten Historikern um diese Zeit als nicht möglich angesehen. Man müsste dann auch entsprechende Siedlungsspuren in verschiedenen Bodenablagerungen finden. Man müsste viel verbrannte Feuerstellenreste eben entsprechend finden können aus der Zeit. Und wenn das gesamte Murgtal besiedelt gewesen wäre, dann hätte man wirklich auch überall an vielen guten, günstigen Stellen Versiedlungen, die wo heute überall welche stehen, im Murgtal irgendwelche Siedlungsreste aus der damaligen Zeit eben entsprechend finden müssen. Das ist alles nicht der Fall, weshalb man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Ne? Es gab dann nochmal 58 von einem Lehrer namens Hessler die Ansicht,
Ja, also die Vermutung, die Untersuchung, ob es sich um eine Opferstätte der Latènezeit handeln könnte, das ist also die spätere Keltenzeit, weil über Flurnamen wäre eine Erklärung möglich. Er führt dazu einen Kranz von Flurnamen der Umgebung an, indem er altdeutsche Wortbildungen, alte Rechtsbezeichnungen oder Götternamen zu sehen glaubt. Wichtig, glauben. Es gibt da zum Beispiel in der näheren Umgebung, wobei man da sehr gute Theorien hat, woher das wirklich kommt. Aber er meint, das wäre was ganz, ganz Altes. Rote Lache, Kesselberg, Altenbach, Rappenfelsen und Hochstädt unter anderem. Ja, und die Rinnen in den Steinen seien also eine Grundlage für astronomische Berechnungen, dass die dafür entsprechend da sind. Dann kommt in den 60ern ebenfalls ein Günther Kirchhoff aus Gaggenau, der meint, die Giersteine hätten wirklich massive Ähnlichkeit mit den Merkmalen der persischen Feueraltäre. Wie jetzt persische Feueraltäre in den Schwarzwald kommen, ist mir nicht ganz klar, aber gut, ne? Hat man halt mal da so hingestellt, ne? Und die Giersteine sollen also dementsprechend von den Kimbern und Teutonen um 120 vor Christus genutzt, aufgestellt oder sonst irgendwie bearbeitet worden sein. Diese hätten hier die Kelten vertrieben und vom Norden den Wotansglauben mitgebracht. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber grundsätzlich muss man nochmal auf die Namensgebung der Giersteine eingehen. Da gibt es nämlich auch jede Menge verschiedene Meinungen. Gier abgeleitet vom Kirren. Kirren meint in diesem Fall Weg nach Forbach bzw. Kirchenweg, also der Kirrenweg, Weg zur Kirche in irgendeiner Form. Das ist so die gebräuchlichste Deutung, wie dieses Gier zustande gekommen sein soll. Der Professor Dr. Ox im Badischen Wörterbuch hält diese Ableitung für unmöglich. Der Flurname sei auch findbar in der Schweiz mit Gier als Vorstufe zu unserem Tiernamen Geier. Kommt ganz oft in Flurnamen vor, auch im Badischen, sowohl wie auch im Schweizerischen und ist wirklich was ganz Häufiges. Und zwar Giersberg, Gierifuß, Giersloch, Giersbühl, Giersbach, Giersnest. Und damit wäre es sehr seltsam, wenn dieses Gier irgendwas super, super in diesem Zusammenhang in irgendeiner Form auf irgendwas hindeutet, weil es gibt auch keinen großartigen Zusammenhang dieser Giers anderen Dinger, die außer, dass man wirklich vielleicht einen Geier genommen hat, schwierig. Ja? Also kurz gesagt, eben zu dieser Geschichte mit den Namen. Also es gibt keine wirklich gute Quelle, die über den Namen Gierstein in irgendeiner Form auf irgendeine wirkliche super alte Entstehungsgeschichte hinweisen könnte. Außerdem wissen wir ja aus den Quellenlagen der alten Schriftstücke, dass der Name erst eben genannt wird 1750, 52 irgendwie zum ersten Mal, dann wieder verschwunden war und dann erst irgendwann später wieder auftaucht und davor gab es den offenbar nicht. Ne? Das heißt, was super, super altes. Und keine Ahnung, woher das gekommen ist. Wenn man jetzt interessant wäre in diesem Zusammenhang natürlich noch eine Überprüfung der anderen Ortsnamen, die irgendwas mit Gier zu tun haben, also den anderen Gewannnamen und so weiter, aus welcher Zeit die so ungefähr kommen. Weil üblicherweise war das ja immer ein Trend, mehr oder weniger, dass man zur bestimmten Zeit gerade halt irgendwie, weiß ich nicht, sagen wir mal 1760 rum, nur mal angenommen, oder so 1740 eher, einfach war es gerade in irgendwelche Orte, wo man noch keinen Namen für hat, die halt Gier was auch immer zu nennen. Ha? Vielleicht. Das ist ja auch nur wieder eine entsprechende Theorie. So. Wichtig ist jetzt zu wissen, zu allen Spekulationen der kultischen Nutzung dieser Steine, da gibt es dann auch noch ein paar neumodischere Deutungen, dass das irgendwelche Kraftorte sind, wo irgendwelche Energieadern zusammenfließen, dass das irgendwelche Orte sind, wo, weiß nicht, sich die Sterne irgendwie in einer bestimmten Konstellation befinden und man da dann irgendwie besonders gut Kraft tanken kann und all so ein Krempel, da kenne ich mich nicht aus.
Scheinbar fließen da jedenfalls jede Menge komische elektromagnetische Strömungen auch zusammen und da kann man dann jede Menge interessante Spekulationen dazu noch ausgraben. Will ich nicht machen, habe ich auch nicht gemacht, weiß ich nur so vom Hörensagen her und ja, die Möglichkeiten, was da jetzt alles wäre, da jetzt alles geöpfert hat und so weiter und so fort, sind natürlich mannigfaltig. Interessant ist, dass die Rillen oben auf dem Stein, beziehungsweise die Vertiefung, haben wir ja gesehen im ersten Teil, schon so ein bisschen so aussehen, als könnte man da prima eine Ziege reinlegen. Ja, also, dass das die Fantasie anregt, ist nachvollziehbar. Ist im Übrigen auch ganz normal, weil immer solche freistehenden Steine grundsätzlich die Fantasie der Leute entsprechend anregen, was das alles gewesen sein könnte. Beweise für irgendeine Nutzung in der Vergangenheit, als irgendein Objekt, mal abgesehen davon, dass es 1912 auf die Treppe reingemeißelt wurde. Ich glaube 1912, ich weiß es nicht mehr genau, könnte auch 1924 irgendwie sowas gewesen sein. Abgesehen davon findet sich überhaupt kein Beleg, dass die in irgendeiner Form für irgendwas genutzt worden sind. Ja? Aber es finden sich durchaus gute, nachvollziehbare Gründe, weshalb man vielleicht davon ausgehen sollte, dass das nie passiert ist, weil wir uns nämlich sicher sind, dass das Murgtal eben erst im späten Mittelalter besiedelt worden ist. Das heißt, wenn überhaupt irgendeine kultische Nutzung dieser Steine stattgefunden hat, dann durch irgendwelche seltsamen Kulte, die neben dem Christentum während des Mittelalters im Murgtal existiert haben. Dazu kann man bei Wilhelm Hauff nachlesen, der davon ausgeht, das ist zwar natürlich nur ein Roman und eine Geschichte zur Unterhaltung, aber er geht ja so ein bisschen davon aus, im Kalten Herz im Übrigen, dass im Schwarzwald die Waldgeister ja noch als aktiver angesehen werden als in anderen Regionen von den deutschen Ländern, muss man zu dieser Zeit ja sagen. Und dass da die Leute auch noch eher an solche Waldgeister glauben und so weiter. Kann natürlich jetzt reine Fiktion sein, aber vielleicht, er war ja da. Ne? Also Hauff ist durchgekommen durch die Regionen. Möglicherweise hat er da irgendwie Geschichtchen von irgendwelchen Waldgeisterchen gehört, an die man doch noch etwas intensiver glaubt und ist dann vielleicht in diesem Sinne zu seinem Holländermichel und seinem Glasmännlein gekommen. Wer das Kalte Herz nicht kennt, unbedingt mal lesen oder als Hörbuch anhören, findet man überall kostenlos im Internet, ist nicht weiter schwierig. Vielleicht, ja. Also möglich wäre schon, dass es trotz des Christentums im Schwarzwald noch irgendeine Sekundärreligion, Naturreligion gegeben haben könnte, die da vielleicht eventuell mit diesen Steinen was angestellt hat. Das ist so meine Spekulation, aber mehr als Spekulation ist es natürlich auch nicht und ich weiß ja noch nicht, was ihr schon alles für tolle Ideen in die Kommentare geschrieben habt. Tatsache ist, da waren weder Kelten im großen Umfang, da waren auch keine Römer im großen Umfang. Und weshalb jetzt Kelten oder Römer oder Jungsteinzeitler oder sonst irgendwer in die super unfruchtbaren Regionen des tieferen Schwarzwaldes vorgestoßen sein sollen, nur weil da jetzt zufällig diese Steine rumstehen. Solche freistehenden Steine gibt es überall in der Region. Das ist eigentlich gar nichts so Besonderes. Also solche Steinsäulen haben wir ja gerade entlang des Murgtals immer mal wieder. Auf beiden Seiten entlang des Tals findet man, jetzt habe ich Steinsäulen gesagt, Mist, habe ich was gespoilert, findet man Steine, sage ich jetzt mal, ohne weiter spoilern zu wollen. Und das ist wirklich ganz natürlich und dann hätten sie jeden anderen davon auch nehmen können. Also weshalb jetzt die Giersteine da in irgendeiner Form herausstechen sollen als besonders magisch, kann man wirklich nur mit irgendwelchen seltsamen Energieströmungen oder sonst was vielleicht zu erklären versuchen, deren Existenz sich nicht nachweisen lässt. Zumindest noch nicht, um jetzt keinen Shitstorm bei den Esoterikern auszulösen. Ja, ich lese hier nochmal kurz durch, ob ich was vergessen habe und ansonsten kommen wir dann zum geologischen Teil. Ja, abschließend möchte ich noch ergänzen, es gibt jetzt noch eine zahlreiche weitere Untersuchung und Leute, zum Teil auch wirklich relativ viele Hobbywissenschaftler, aber auch ein paar Promovierte, die da eben ab 1966 ihre Meinung zu den Dingern abgegeben haben und da kommt dann nochmal Koordinatenplatz zur Ermittlung der Wintersonnenwende raus, dann sollen die Dinger vor 5000 Jahren an der Stelle, wo sie jetzt stehen, entstanden sein,
Wie das bitte funktionieren soll, ist mir nicht ganz klar. Dann des Weiteren sollen die Dinger auch 8000 Jahre alt sein und irgendwer anders tippt auf eine mittelalterliche Entstehung der Rinnen und Vertiefungen im Stein. Also das, was als eben die ausschlaggebenden Punkte für die Kultwirkung angesehen wird. Ich halte, wenn es überhaupt irgendeine Erklärung zu den Rinnen und so weiter und so fort gibt, die nicht natürlichen Ursprungs ist, die Variante Mittelalter eben auch für am wahrscheinlichsten und würde mich da anschließen wollen. Nur damit ich meine Meinung mal kundgetan habe, nicht, dass die in irgendeiner Form mehr zählt als irgendeine andere Meinung, die hier abgegeben wird. Ja, ganz schön ist noch, irgendwie 1994 hat ein Roland Krötz mythologische Reisen unternommen. Er meint, die Giersteine seien ein Opfer- und Kultplatz einer Sonnenreligion und spricht von einem Gibro-Altar, von Drachen- und Adlerleuten, die in Urzeiten hier hausten. Naja, immerhin Adler, Geier, Gier, nein. Nein, Entschuldigung, aber nein. So, aber jetzt haben wir da wirklich mit dem historischen Kram alles besprochen, was ich dazu finden konnte und war ja, denke ich, auch ausführlich genug. Aber da ja das Fragevideo ja schon so kurz gehalten ist, dachte ich, muss ich hier mal wieder ein bisschen mehr erzählen, sonst kriege ich wieder Ärger, dass meine Videos zu kurz sind. Wir kommen zur Geologie. So, also hier jetzt die verschiedenen Thesen zur geologischen Entstehung der entsprechenden Steine. Es gibt grob gesagt drei mögliche Erklärungen, wo die hergekommen sein können, wenn wir jetzt mal irgendwelche kultische Deutungen völlig außen vor lassen. Dass irgendein Kult die Steine dahingestellt hat, davon darf man nicht ausgehen. Die einzigen, die dazu in der Lage gewesen wären, wären natürlich Obelix und Asterix gewesen. Also Asterix eigentlich nicht, streng genommen nur Obelix, aber wo Obelix ist, ist ja Asterix auch. Und da die ja in einem kleinen gallischen Dorf in der Bretagne bekanntlichermaßen leben und Asterix bei den Schwarzwäldern aus den historischen Schriften, die die Tätigkeiten dieser Gallier eben wiedergeben, noch nicht erschienen ist, vielleicht findet man ja irgendwann noch ein historisches Werk, die eben wiedergeben, was diese beiden berühmten gallischen Krieger in Germanien gemacht haben oder bei den Kelten oder je nachdem. Komischerweise sind sie ohnehin in sehr verschiedenen Epochen der Historie unterwegs. Naja, Wurst jedenfalls, bisher gibt es keine Hinweise, dass die da gewesen sind. Und damit scheidet natürlich die eine mögliche Erklärung für eine menschgemachte Entstehung auch aus. Ne? So, und damit haben wir jetzt noch drei. Hier seht ihr jetzt erstmal zwei. Guckt die hier noch nicht angucken. Ja, das ist jetzt aufgrund von Kanada, kann ich die leider nicht rauszensieren. Aber nicht angucken. Gibt es jetzt drei mögliche geologische Erklärungen, die diskutiert werden, die aus meiner Sicht Sinn ergeben. Die wollen wir uns angucken. Ne? Also, drei Thesen. These Nummer 1, Gletscher. Das bedeutet, das Ding wäre ein Findling. Ein Findling ist ein Stein, ein großer, der durch den Gletscher transportiert worden ist und nach dem Abschmelzen des Gletschers, als der Gletscher also an Eismasse, an Mächtigkeit verloren hat, dann logischerweise irgendwann nicht mitgeschmolzen ist, sondern dann liegen geblieben ist, nachdem sämtliches Eis weg war. Findlinge findet man vor allen Dingen in sehr glazial geprägten Landschaften. Die liegen in Grönland überall rum, die liegen in der Schweiz, in den Alpen überall rum, wenn wir da noch eine große glaziale Prägung finden können. Die liegen in Skandinavien nochmal überall rum. Und ja, es gibt auch Findlinge, die man im Bereich des Schwarzwalds durchaus finden kann. Ja, die gibt es, ne? Weil der Schwarzwald war vergletschert, mindestens einmal relativ massiv, das heißt eine gewisse Prägung der Landschaft durch Gletscher kann man schon erkennen. Unter anderem daran, dass sämtliche Schwarzwaldgipfel oben relativ abgeflacht sind. Es gibt keinen einzigen Gipfel, der nach oben hin in irgendeiner Form spitz wäre oder besonders steil, es sei denn, es ist ein jüngerer Vulkan. Schon eine etwas ältere Vulkangeschichte in einer Region, wo das Eis dann nicht mehr drüber gewesen ist. Ja, aber klassisch für die Gipfel hier im Bereich des Murgtals ist, dass die alle oben verdammt rund geschliffen sind. Und das darf man sehr wohl eben mit dem Eis in Verbindung bringen. Natürlich kommt noch erschwerend dazu, dass das Material als solches, worauf das Eis gewirkt hat, ohnehin relativ weich ist.
beziehungsweise die noch weicheren Schichten zum Teil abgetragen worden sind und was jetzt oben ansteht, auf den Hochlagen des Schwarzwaldes und auch da, wo sich unser Gierstein jetzt befindet, beziehungsweise unsere Giersteine, das nennt sich Buntsandstein und ein Sandstein, wie man vermuten kann, der ist jetzt nicht so super krass stabil. Dazu habe ich übrigens auch historisch gelernt, dass man ganz viele Mauern und Wälle für irgendwelche Renaissance-Festungen gerne mit Sandstein gebaut hat, weil, wenn sie da dagegen schießt, was passiert dann? Bricht der Stein, explodiert der Stein? Nö, der Stein pulverisiert sich wieder zurück zu Sand. Deswegen ist so eine Mauer aus Sandstein durchaus eine gute Idee, wenn man irgendwelche frühen Renaissance-Kanonenkugeln abwehren möchte. Ja, frühe bis mittlere, würde ich sagen. Gut, ja, üblicherweise, wie läuft jetzt so eine Findling-Transport ab? Und dazu hat mir meine Verlobte erfreulicherweise, und vielen herzlichen Dank, weil ich kann das nur in hässlich, dieses Zeug hier hingemalt. Ne? Wir haben hier einen Querschnitt durchs Tal. Also das hier ist jetzt das Tal, das hier gerade vom Gletscher eingefressen wird. Der Gletscher kommt von da hinten und fräst sich durch die Macht seiner Eismassen, durch den Druck seiner Eismassen, weil Eis wiegt ja was. Das ist also schwer, drückt massiv auf den Boden. Dadurch, dass das Ganze von oben, also von oben, immer oben auf dem Berg, massivster Gletscher, Richtung Tal runter, fließt er dann natürlich aufgrund eben der Energie, die dadurch entsteht, dass er oben liegt. Und unten ist nichts, also kann er nach unten fließen, weil Eis eben nicht starr ist. Denkt man immer, ist es aber nicht. Und damit schleift er sich dann langsam den Berg runter. Das kann in verschiedenen Ausprägungen passieren. Er kann entweder als kompletter Gletscher den ganzen Berg wegschleifen oder er findet irgendwo eine Stelle im Gestein, wo das Gestein etwas weniger stabil ist als in der Umgebung. Und dann schleift er sich da halt quasi so rein. Typischerweise bei einem Tal, das durch einen Gletscher entstanden ist, spricht man von einem U-Tal, das eher eine U-Prägung hat. Ja, es könnte noch ein bisschen steilere Wände haben, aber hier haben wir uns jetzt für dieses Modell entschieden. Bei einem Tal, das eher durch einen Fluss entstanden ist, das sind sogenannte Kerbtäler, die sehen eher aus wie so ein tief eingeschnittenes V. Weil das Wasser hat zwar auch massive Gewalt, gerade wenn es schnell fließt, kann das sich durchaus sehr schnell einprägen, einbrennen sozusagen ins Gestein. Ne? Aber die Gesamtmenge, die abgetragen wird an Stein, ist natürlich auch nur im Flussbett gegeben. Und da so ein Flussbett im Regelfall halt nur so ein paar Meter breit ist, kriegen wir dann ein sehr, 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 sehr schmales, sehr V-förmig eingeschnittenes Tal. Je weiter runter der Fluss kommt, desto schmaler wird das Tal, weshalb eben diese V-Form dann entsteht. Aber hier haben wir es eben mit einem Trogtal zu tun, nicht mit einem Kerbtal, das halt typischerweise durch einen Gletscher entstanden ist. Beim Murgtal mag es schon so sein, dass das Murgtal irgendwann mal im Laufe seiner Geschichte auch einem Gletscher als Fließrichtung gedient haben könnte. Ja, das ist gar nicht so unbedingt notwendig, aber könnte wäre auf jeden Fall drin. Was also die Idee eines Findlings, der durch glazialen Transport irgendwo gelandet ist, nicht völlig unmöglich macht. So, jedenfalls, wenn jetzt so ein Gletscher sich so ein Tal runterarbeitet, dann reißt er ja immer mal irgendwo von irgendeinem Berg, von irgendeinem Felsen, einen einzelnen großen Fels ab. Der liegt dann irgendwo im Eis drin. Der muss jetzt nicht auf der Oberfläche liegen, wie wir das hier dargestellt haben. Also die roten Bobbele sind große Felsen. Der kann auch mittendrin stecken, ist völlig Wurst, solange die Macht des Gletschers, also ist es noch kalt genug, der Gletscher hat genug Eis, die Kraft des Gletschers noch ausreicht, diesen Stein weiter zu transportieren, bis das Eis halt schmilzt, wird der weiter transportiert. So, und die Idee ist jetzt folgende, dass unser Gletscher hier ein bisschen höher ist als das Tal, was er ausschleift und er am Rand, relativ am Rand, noch eine Zeit lang einen sehr großen Fels mitgeschleift hat. So, und dann irgendwann wurde es wärmer und dieser Fels, der eben am Rand mitgeschleift wurde, ist oben am Rand liegen geblieben. So, und damit hätten wir dann, nachdem das Eis zurückgegangen ist, nachdem sich das Murgtal gebildet hat, hier die Murg entlang fließt, in der Murg auch viele solche große Steine noch rumliegen. Das ist so, die sind da. Ist der halt oben liegen geblieben, weil er per Zufall eben da oben gelandet ist und bisher hat sich das Tal nicht so weit verbreitert, weil es ja gar nicht mehr geht hier oben, ne? Also außer durch normale Erosion, weil der Gletscher ja schon lange weg ist und da unten hat sofort nur noch die Murg arbeitet, was das Tal tiefer macht, aber auch eben schmaler in die Tiefe. Und da ist halt oben liegen geblieben. So, und da liegt er jetzt bis heute, beziehungsweise die anderen, die dabei liegen, liegen da auch immer noch eben entsprechend als Findling, der vom Eis da abgelegt worden ist und bisher nicht runtergekullert ist. Ja? Irgendwann wäre, sofern es sich dann um einen Findling handelt, zu erwarten, dass das Tal hier oben noch weiter aberodiert, weil da regnet es ja auch dauernd drauf und der Regen löst langsam aber auch den Stein auf und
dann wäre es irgendwann zu erwarten, dass das Tal immer breiter und immer breiter und immer breiter wird. Und das heißt, früher oder später würde er runterrollen. Ja? So, das ist also die erste mögliche Erklärung, wie könnte der Stein dahin gekommen sein. Wird von den Leuten, die sich bisher dazu geäußert haben, die da tatsächlich auch Geograf oder Geologe sind, als nicht sehr wahrscheinlich bis hin zu ziemlich unmöglich angesehen, weil die Eismassen nicht mächtig genug gewesen sind und ein Ablegen des Steins auf einer Hügelkuppe sehr unwahrscheinlich ist. Ja, wir wissen noch aus dem ersten Teil, das hier ist nämlich keinesfalls eine flache Stelle, sondern das ist eher noch so eine kleine, das haben wir jetzt nicht so genau gezeichnet, das soll ja auch nur allgemein darstellen, aber das hier soll eigentlich eine kleine Hügelkuppe sein. Da hinten geht es dann nochmal ein bisschen runter und dann geht es wieder etwas hoch. Und dass so ein Fels vom Eis direkt automatisch aus Versehen exakt auf einer Hügelkuppe abgelegt wird, das ist extrem unwahrscheinlich. Und dass er da seit der letzten Eiszeit auch nicht runtergerollt sein soll, ja gut, das mag vielleicht theoretisch in Frage kommen, aber eher schwierig. So, und außerdem, wenn wir uns jetzt nochmal diese Steine genauer angucken, das hatte ich ja auch angesprochen im Rätselteil, dann stellen wir fest, dass der oberste große Stein scheinbar nur ein Teil von weiteren Steinen ist, die drunter sitzen. Gerade auch im Thumbnail-Foto kann man sehen, unter den Steinen sitzt offensichtlich nochmal ein Podest aus entsprechend Stein. Das heißt, es handelt sich vermutlich, eben allein dadurch, wenn man sich die Dinger anguckt, sieht man das, nicht um einen einzelnen Stein, der da abgelegt worden ist, sondern da sind noch andere drunter. Und damit scheidet die Theorie des Findlings komplett aus, weil es ist nicht möglich, dass Findlinge, wenn sie da abgelegt worden sind, jetzt schon so weit in der Erde drin stecken, wie sie das eben am Beispiel der Giersteine tun. Das Eis ist gerade mal in Form vom Schwarzwald. Okay, da ist es schon eine relativ lange Zeit her. Ja? Das Schwarzwald war ja nicht mehr in der letzten Eiszeit nennenswert vereist, sondern da, wo die Eismassen massiv genug waren, um da massiv Dinge zu überhaupt transportieren zu können, theoretisch, das ist so lange her, dass es möglicherweise vielleicht eine gewisse Bodenbildung um die Steine herum gegeben hat, aber die wird niemals so massiv gewesen sein, dass nur noch der ganz große und die anderen kleinen halt da irgendwie überhaupt noch rausgucken. Das ist hoch unwahrscheinlich, weil die Bodenbildung normalerweise so einen Stein nicht nach oben hin verschluckt, sondern eher um den Stein herum langsam wegerodiert. Boden verschwindet mit der Zeit, kommt normalerweise bis auf in ganz seltenen Situationen nicht dazu. Und schon gar nicht auf einer kleinen Hügelkuppe, da findet eigentlich nur Erosion und keine Sedimentation statt. Das heißt, das geht nicht. Dass das viele Findlinge waren und dann später zugewachsen sind vom Boden, ist völlig unmöglich. So, dann kommen wir zur zweiten möglichen Theorie. Die halte ich persönlich für am abwegigsten. Auch Evelyn mag sie nicht, aber sie wurde in der Literatur zu den Giersteinen schon mal diskutiert. Das ist jetzt aus der Zeichnung an sich gar nicht so einfach zu erkennen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Schwarzwald an der Stelle, wo wir uns befinden mit unserem Gierstein, ursprünglich mal mehr oder weniger ein hohes Plateau gewesen ist. Anders kann das nichts erklären, kann man diese Theorie nicht begreiflich machen und anders kann das nicht passiert sein. Ja? Also, er war ein hohes, eben entsprechendes Plateau. Hier hinten ging er dann vielleicht noch ein bisschen weiter hoch. Und die Murg, unser eben entsprechend talbildender Fluss, der hier für die Täler verantwortlich ist, beziehungsweise wenn es ein glaziales Tal wäre, was es ja nicht ist, dann wäre noch der Gletscher und danach erst die Murg dafür verantwortlich gewesen. Aber gut, der Fluss ging ursprünglich hier relativ nah am Hang vorbei, ja, und hat jetzt nach und nach Teile des Hangs eben entsprechend ausgewaschen. Das soll heißen, in diesem Fall ist der Fels kein Findling, der ist da nicht vom Wasser hin transportiert worden, sondern der war ursprünglich mal, ich mache das gerade mal hier noch ein bisschen anmalen, so, der war ursprünglich mal Teil des Grundgesteins und wurde dadurch, dass der Fluss dann da lang geflossen ist, langsam freigespült vom Fluss. Also eine Auswaschung durch eben entsprechend den Fluss. An anderen Stellen gibt es auch noch solche entsprechende Steine, die im Flussbett liegen und deutlich viel größer sind als alle anderen Steine und da dann halt ziemlich auffallen. Sagen wir mal so, die anderen Steine, die in der Murg drin liegen, sind vermutlich irgendwelche Felsstürze, die früher oder später ganz unten im Tal gelandet sind und ganz unten im Tal ist die Murg. Das kann durchaus viele tausend Jahre her sein, weil so ein massiver Granitblock, bis der mal vom Wasser weggeschliffen ist, das dauert ein Weilchen. Ja? Und das heißt,
kann schon durchaus sein, und das wird auch so sein, dass die allermeisten riesigen Steine, die in der Mode liegen, eben so zustande gekommen sind. Aber es gibt eine gewisse optische Ähnlichkeit zwischen den Giersteinen und den riesigen Felsbrocken unten in der Murg. Und deswegen gibt es die Theorie, dass die Murg ursprünglich oben da verlaufen ist, wo jetzt die Giersteine liegen. Das ist völliger Quatsch. Aber die Theorie gibt es nun mal. Dann eben da entsprechend die Giersteine freigespült hat. Und durch irgendeinen Grund hat sich der Lauf der Murg dann weiter in Richtung dieses Plateaus verlagert. Weil da muss ein Plateau gewesen sein. Das kann ja nicht sein, dass hier oben am Hang die Murg verläuft und hier hinten ist schon das Tal vorhanden. Dann wäre die Murg in jedem Fall unten verlaufen. Das heißt, es muss hier auf jeden Fall ein Plateau gegeben haben. So, und aus irgendwelchen Gründen, und das erklärt eben kein Anhänger dieser Theorie, hat sich der Lauf der Murg dann nach hier verlagert und hier hat sie dann begonnen, dann das eigentliche Murgtal einzufressen. Ja? Also vielleicht war es ursprünglich auch mal ein Plateau auf der Höhe, wo sich die Murg dann erst hier reingefressen hat. Da können wir es so ungefähr andeutungsweise sehen. Und dann ist sie, wie gesagt, aus ihrem Bett raus, hat sich hier rüber verlagert und da dann das Murgtal eingefressen. Und vom ersten Lauf der Murg sind diese Steine halt noch übrig geblieben. Sucht den Fehler, ja? Es ist eine der gängigen Erklärungsansätze, die auch tatsächlich von Leuten, die das irgendwie geologisch erklären wollen, verwendet wird. Ob das jetzt exakt so gewesen ist, wie wir das hier aufgemalt haben, ob dieser Erklärungsversuch tatsächlich so gemeint ist, ich kann es mir anders kann ich es mir überhaupt nicht herleiten als mein Erklärungsversuch, ja. Aber realistisch ist das mit Sicherheit nicht. So, und jetzt machen wir kurz mit der Kamera ein bisschen nach hinten, man sieht es dann ja trotzdem noch, gibt es noch Variante Nummer 3 und ich spoilere mal und sage, ich halte Variante Nummer 3 für am realistischsten, weil hier haben wir jetzt den Bereich, wo unsere Steine rumliegen. Hier auf diesem Boden ist extra grün mit Blümchen, ja? Damit man erkennt, dass es sich um Boden handelt. So, und auf diesem Boden liegen jetzt unsere Steine rum. Interessant ist, wir haben ja solche Steinformationen, solche wollsackverwitterten Granitfelsen, haben wir entlang des Murgtals alle paar Kilometer steht so eine Felssäule rum. Ja, eine Felssäule. So, und jetzt vermute ich schwer, da ja unter den Giersteinen weitere Steine anstehen, dass es sich bei den Giersteinen einfach um die Spitze einer solchen üblichen, direkt am Murgabbruch, also am Abbruch zum Tal hin, Steinsäulen handelt. Diese Steinsäulen sind so entstanden, dass ursprünglich mal hier in das normale Grundgestein, das ist jetzt hier der Buntsandstein, tun wir jetzt mal so, das Orangene, ne? Da haben irgendwelche geologischen, plattentektonischen Prozesse stattgefunden, dass sich hier ein Riss gebildet hat. Dieser Riss ist dann vielleicht noch ein bisschen auseinandergedriftet durch irgendwie zum Beispiel den Einbruch des Oberrheingrabens. Wäre jetzt ein Prozess mit der Macht, durchaus irgendwelche Risse im Buntsandstein zu veranstalten. Ja? Dadurch, dass wir gleichzeitig noch in einer recht vulkanisch aktiven Zone uns befinden, vergleichsweise aktiv, jetzt nicht der Atlantische Feuerring oder solche Späße, Pazifische Feuerring, Entschuldigung, aber doch recht aktiv vulkanisch, könnte man davon ausgehen, dass irgendwo unter unserem, ich nenne es jetzt einfach mal Buntsandsteine, das ist schon ein Mix mit verschiedenem Zeug, aber fassen wir es einfach mal der Einfachheit halber so zusammen, darunter fließt die Magma, zumindest früher. Ja, früher floss da die Magma relativ nah unter unserem entsprechenden Buntsandstein. Der ist eben eingerissen und was macht jetzt die Magma? Nutzt die Gelegenheit und quillt da hoch in den Riss rein. Und dadurch bildet sich in dem Riss entsprechend ein Felsturm, der, nachdem die Lava dann irgendwann erkaltet ist und hier dieses Backsteinziegelgestein, das soll jetzt der Granit sein, gebildet hat, ne, gibt es halt immer mal wieder, da wo sich Risse auf dem Granit liegenden Gestein gebildet haben, Gelegenheiten für die Magma nach oben zu blubbern und dann erkaltet das halt eben in diesem Riss und dann kriegen wir so einen Felsturm. Ungefähr so, ob es jetzt Basalt oder Granit oder sonst irgendwas ist, was in irgendeiner Form mit Magma mal flüssig gewesen ist. Ein Granit ist ja eigentlich ein metamorphes Gestein. Wenn es jetzt ein Basaltturm wäre, wäre es noch logischer, aber egal. Auch das sind jetzt so Kleinigkeiten, die der geneigte Geologe bitte mal ignoriert und derjenige, der von Geologie keine Ahnung hat, einfach mal als vereinfachte Variante so schluckt, bitte. Danke. Ja, und wie gesagt, irgendwann erkaltet dann die obere Schicht der Lava, die dann immer weiter weg ist vom Erdkern, beziehungsweise die Erde ist meinetwegen an der Stelle auch ein bisschen kühler geworden und hier bildet sich eben ein Plutonit, also ein Ergussgestein. Da kommt der Hinweis aus der Küche.
aber ich bin auch gleich fertig. Hast du übrigens toll gemalt. Danke, Schatz. Bitteschön. Ja. Ja. Und ja. Also da hochgeblubbert und dann gibt es halt eben diese Säulenbildung. Üblicherweise ist das nicht ein Riss, wo eine große Säule entsteht, sondern üblicherweise sind das viele kleine nebeneinander. Es gibt ganze Gebiete, die aus solchen Säulen bestehen. Guckt euch mal das Elbsandsteingebirge an, da sieht es genauso aus. Da sind halt massiv diese Säulen eben entsprechend noch frei, weil die Säulen aus einem harten Gestein wie Granit befinden sich in einem relativ weichen Material, wie jetzt in unserem Fall hier dem Buntsandstein. Und im Lauf der Zeit wird der Buntsandstein natürlich wegverwittert. Ja? Also das ist kein Zufall, dass hier der Berg ein bisschen tiefer sitzt, insbesondere hier ein bisschen tiefer sitzt, als da drüben. Das soll schon so ganz genau maßstabsgetreu sein. Und das bedeutet, hier ist einfach Buntsandstein weggewittert, aber unser Granitsäulchen nicht. Unser Granitsäulchen ist übrig. So, und jetzt guckt ein Stück von unserem Granitsäulchen seit ein paar hunderttausend Jahren oder was, mindestens, oben raus. Das heißt, es regnet drauf. Und dann kriegen wir das, was wir bei Granit immer kriegen. Und das sieht man an sämtlichen dieser Giersteine, nämlich Wollsackverwitterung. Das bedeutet, die werden rundlicher und sehen aus wie ein großer Sack voll Wolle, früher oder später. Ja? Durch verschiedene Kräfte, die eben durch das Lösen, durch das Wasser, durch Säure aus dem Regen, durch Frostsprengung, sprich Wasser dringt in Riss ein, Wasser gefriert in Riss, Riss wird entsprechend gesprengt. Und solche Dinge ist Wollsackverwitterung ein ganz natürlicher Prozess. Übrigens, das daneben drin, das soll ich sein. Das kleine Männchen mit dem Hut. Und die Murg ist entsprechend da unten dann natürlich jetzt abgeblieben. Also hat die Murg mit der eigentlichen Gesteinsentstehung überhaupt nichts zu tun. Und das ist wirklich mit Abstand meiner Meinung nach die einzige Theorie, die so richtig, richtig, richtig Sinn ergibt. Aufgrund auch dessen, was man an den Steinen selber sehen kann. Was das für Furchen im großen Stein sind. Vielleicht wirklich irgendwelche Abflussdinger von Wasser, dass da einfach nach und nach auf dem Stein irgendwann diese Furchen gelegt hat, dass auf, oben auf dem Stein ein bisschen weicheres Material gewesen ist, als eben entsprechend, und dass diese Furchen dann in irgendeiner Form wirklich durch Natur entstanden sein können. Oder es waren im Mittelalter halt doch irgendwelche Leute, die da rumgefuhrwerkt haben und das in irgendeiner Form ausgescharrt haben. Aber andererseits gibt es auch null Steinmetzspuren. Ja, es gibt überhaupt keine Spuren, dass da in irgendeiner Form mal ein Meißel beteiligt gewesen wäre. Und mit was anderem lässt sich in der historischen Zeit so ein Stein nicht bearbeiten. Deswegen gehe ich wirklich schwer von irgendwelchen Wassergeschichten aus. Anhand der Bemoosung soll ja angeblich nachweisbar sein, dass es sich nur um Wasserabfluss handeln kann. Später sind diese Abflüsse dann natürlich wieder nicht mehr aktiv gewesen, weil sich die mittlere Kuhle immer weiter vertieft hat. Irgendwie so, ja. Aber genau erklären kann ich das auch nicht. Da hört es dann bei mir auch auf. Da müsste man dann den Mineralogen eventuell fragen. Und da die sich ja auch alle nicht einig sind und es die ganz großen ihr wisst schon, nicht für nötig erachten, in den Schwarzwald zu kommen und die Giersteine anzugucken, wird das Rätsel um die wohl weiterhin eben zu gewissen Teilen rätselhaft bleiben. Und vielleicht ist das auch ganz gut so. Und damit bin ich raus und muss dringend zum Essen, sonst kriege ich Ärger. Und macht's gut. Und ich hoffe, das war einigermaßen interessant. Tschüss.